ging. Und Mike hat einen sehr, sehr schönen großen Wittling gefangen. Das ist wirklich schon ja, richtig groß. Kapital ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der hat gut seine 50 Zentimeter. Und das ist für einen Wittling schon relativ selten, muss ich sagen. Wirklich ein schönes Exemplar. Leute, wir sind auf Rotbarsch und Kerstin, unsere Chefanglerin, hat wieder, ja, hallo Kerstin, unser vierter Angeltag tatsächlich Zielfisch erreicht, hat ganz fleißig gearbeitet, gepumpt, Entschuldigung, mir geht's nicht so besonders gut, gepumpt wie ein Maikäfer. Dann zeigt er mal schön die Breitseite von dem Rotbarsch. Ah, warte mal, ich mach noch mal ein bisschen ran, gehe ich noch vorsichtig. Ja, ich wünsche dir, Petri Heil, hast du klasse gemacht. Eine kurze Reminiszenz an die Rotbarsche. Okay, also wir haben sie gefunden, quasi alles hier, ne? Aber harte Arbeit. Okay. Ja. Okay, gut. Petri, Freunde, geht Wir euch. freuen uns weiter auf der Rotbarschjagd. Endlich bei uns auch im Boot. Ja, Mike, versucht da mal den Rotbarsch da reinzuholen ins Boot. Ja, ist das ein Kamerad? Ja. Hat eine sehr schöne Köderführung gehabt, hat auch fleißig gepumpt, ganz artig. Und Mike, Hervorragend, was denkst du? Zielfisch erfüllt, Rotbarsch Nummer 3. Jawohl, was denkst du so? 1,8 Kilo, oder? 1,8 bis 2 Kilo. Ja, prima. Petri Heil wünsche ich dir. Petri, Dank. Tiefe 150 Meter, also gar nicht so tief. Und dann hat er noch mal 20 Meter über den Grund gebissen. Die Rotbarsche sind nicht so oft auf dem Grund. Gerne drüber. Man angelt an der falschen Tiefe und man denkt, die muss man immer vom Grund her hochholen. Das ist aber ein Irrtum. Boah. So, liebe Freunde, den haben wir gerade gedrillt hier, den Rotbarsch. Ihr kennt ja meinen Spruch, der hat ein Maul, das ist wie ein Scheunentor. Der Wahnsinn, also da hörst du, dann hörst du dein eigenes Echo. Ne? Also der hat so gut 2 Kilo und ein herrliches Exemplar. Also man könnte, dann sollte man ihn zurücksetzen, aber der hat ja seine Schwimmblase rausgebracht, seine Innereien, einfach durch den Druckunterschied. Ihr seht es ja auch an den Augen. Aber kulinarisch natürlich ein Leckerbissen. Schönes Exemplar, wunderbare Farbe. Geiles Ding. Auch ganz einfache Montage. 400 Gramm und noch ein Gummimarkt dran. Ne? So ein Fetzen hier Rotbarsch macht das. Und mehr braucht man nicht. Ja, nicht so kompliziert denken. Ne? Einfach. Einfach ist der Trick. Ist immer so schwer. Ja, Mikey. Ja, halber Empfang. Danke, Mike. Das habe ich erst gebraucht. Weiter geht's. So sieht's aus. Hol mal hoch die Montage, wir wechseln nochmal. Bis gleich, Freunde.